Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Glücklich und Gesund auf deinem Herzensweg. Dem Podcast, der sich die Frage stellt, wie Körper, Geist und Seele zusammenhängen und dich inspiriert, dir ein Leben aus deinem Herzen zu erschaffen. Mein Name ist Martina Trampnau und ich habe heute eine ganz besondere Frau zu Gast im Interview. Und zwar ist das die liebe Anne Heinze. Anne ist, glaube ich, die Expertin im deutschsprachigen Raum fürs Thema Hochsensibilität, Hochsensitivität, Vielbegabung und Hochbegabung. Und auf meinem eigenen Weg hat sie mich auf jeden Fall sehr, sehr inspiriert. Und deshalb freue ich mich total, heute dieses Interview mit ihr aufzunehmen und das mit dir zu teilen. Herzlich willkommen, liebe Anne. Schön, dass du da bist. Schönen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich da sein kann und über mein Lieblingsthema sprechen, weil ich weiß, dass die Welt besser wird, gerade auch im Herzensbereich, wenn es immer mehr feinsinnige, feinfühlige Menschen gibt, die in ihre Kraft kommen und sich so leben können, anstatt einen Teil ihrer Persönlichkeit zu verleugnen. Deswegen danke, Martina, für die Gelegenheit. Ja, sehr gerne. Anne, du bist seit 1988 auf dem Weg, dich mit dem Innenleben und dem Bewusstsein von Menschen zu beschäftigen, dich in deiner eigenen Medialität, in deiner eigenen Hochsensibilität und Sensitivität selber zu schulen und das halt alles an andere Menschen weiterzugeben. Du hast eine eigene Coaching-Methode entwickelt, du hast viele, viele Bücher geschrieben schon mittlerweile, hast die Open Mind Akademie gegründet, wo du nicht nur Menschen, die hochsensibel, hochbegabt und sensitiv sind, unterstützt, sondern eben auch Coaches ausbildest. Ich glaube, du bist wahrscheinlich das Paradebeispiel, natürlich, ne, einer hochsensiblen, sensitiven und vor allem Scannerfrau. Ja, Scanner habe ich auch. Ja. Sollen wir vielleicht direkt mal einsteigen in das Thema, was Hochsensibilität und Sensitivität und das Thema Scanner-Persönlichkeit, was das überhaupt ist und was das bedeutet? Ja, ich versuche es ganz kurz zu machen. Das ist auch relativ leicht zu erklären. So wie ich die Hochsensibilität verstehe, ist das die sehr stark ausgeprägte Wahrnehmungsfähigkeit über die 5 körperlichen Sinne. Das heißt, die Sinnesreize, die mit Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Spüren zu tun haben, werden intensiver wahrgenommen und anders verarbeitet als bei normalsensiblen Menschen. Die Hochsensitivität ist das, was wir den 6., 7. Sinn nennen. Also das Spüren zum Beispiel von Stimmungen im Raum oder ob ein Mensch ehrlich ist oder aggressiv ist. Das sind mehr so die feinsinnigen, hochsensitiven Merkmale eben, über das Körperliche hinausgehen. Man könnte dazu auch metaphysisch sagen, ne? Metaphysisch jenseits des Körpers. Und das hat sehr viel mit Intuition zu tun, auf die eigene Intuition, die eigene innere Stimme. Man kann auch sagen, die Herzensstimme zu hören und diesen Weisheitskern, den wir alle in uns tragen, aktiv im Leben zu beachten. Die Vielbegabung, das ist die Scanner-Persönlichkeit, die Hochsensitivität auch dazu gehören. Wenn intrapersonelle und die interpersonelle Intelligenz besonders stark ausgeprägt ist, aber auch Kreativität, das kann eine kinetische Intelligenz sein, alles das, was jenseits der kognitiven, also das, was wir alles als klassische Hochbegabung kennen, liegt. Das geht nicht um logisch, mathematisch, bildlich, sprachlich, sondern eben über andere, weitere Begabungsformen. Okay, ja, da bist du ja auch Expertin, ne? Da habe ich auch schon sehr viel von dir gelesen über die verschiedenen Intelligenzformen der emotionalen Intelligenz, was du gerade eben alles auch erzählt hattest. Und ich glaube, ich habe mal einen Artikel von dir gelesen, da waren mindestens 12 oder so verschiedene Intelligenzformen aufgelistet und ich glaube, vielleicht 3 von denen waren diejenigen, die man so normalerweise im Schulalltag, wie auch immer, schult und Intelligenztests testet, ne? Ja, das ist der wesentliche Punkt. Ne? Intelligenztests machen nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Und diese Begabungsform, die habe ich im allerersten Buch außergewöhnlich normal erklärt. Da waren, glaube ich, Intelligenzkonfetti, habe ich das genannt. Ja. Jeder weiß, dass es zum Beispiel höchstbegabte Schauspieler gibt. Die haben eine kinetische Intelligenz, in eine Rolle auch hinein zu schlüpfen. Die können sich bewegen wie eine andere Person. Tänzer. Ja, dann weiß jeder von Musikern, ja, Musiker haben eine musikalische Intelligenz, wird auch nicht im IQ-Test abgemessen. Oder Schriftsteller,
Poeten, Lyriker, ja, Sprachintelligenz, die nicht nur darum geht, wie viele Fremdsprachen kann ich sprechen. Ganz andere Ebene. Das ist wirklich die ganz feinsinnige, das feine Gespür, was mit diesen Intelligenzformen bezeichnet wird. Und wir kennen sie alle, aber den meisten ist es eben nicht bewusst. Ja, und dass es den meisten halt nicht bewusst ist und auch dieses Thema mit der Hochsensibilität und der Sensitivität den meisten nicht bewusst ist, das führt natürlich dazu, dass viele, viele Menschen im Leben irgendwann unzufrieden werden, sich selbst nicht verstehen, nicht verstehen, was mit sich los ist, vielleicht körperliche Beschwerden entwickeln. Also ich weiß zum Beispiel von mir selber, ich hatte früher immer Migräne und weiß natürlich jetzt heute ganz genau, woran es liegt. Und man weiß ja auch, dass zum Beispiel bei Migränepatienten das Nervensystem ein bisschen anders veranlagt ist. Und es ist genau so anders veranlagt, wie du es beschreibst oder wie es beschrieben wird in der Hochsensibilität. Nämlich, dass die Filter im Gehirn ein bisschen offener sind, dass mehr Reize ankommen und dass deshalb das Nervensystem überreizt wird. Ne? Naja, also sagen wir mal so, ich bin Heilpraktikerin und mein Schwerpunkt als Heilpraktikerin war die Psychosomatik. Und zwar in die Richtung, wie es auch Rüdiger Dahlke beschreibt. Und da wissen wir, in der Migräne-Psychosomatik gibt es noch andere Ebenen als die Hochsensibilität. Das ist nur ein kleines Spektrum. In der Regel hilft eine ausgelebte Weiblichkeit, wunderbare, tolle, pralle Erotik und eine tolle Sexualität, um Migräne-Patientinnen davon zu befreien. Okay. Also, was heißt das jetzt, wenn ich sage, dass ich keine Migräne mehr habe? Ich hoffe, du hast guten Sex. Eine feine Sache. Schau mal, Sexualität ist das Lebensbestätigendste überhaupt. Ja? Das zeugt neues Leben im Bestfall. Ja? Ansonsten macht es nur Spaß. Und für nur Spaß soll es bitte auch taugen. Sonst können wir auch Sport machen. Ja? So, da bin ich ganz radikal. Das, was die meisten Menschen für Sport, für Sex halten, da ziehe ich mich nicht mal für aus. Ja? Das hat was mit Seelensprache zu tun. Das hat was mit Berührung zu tun. Aber nicht nur auf der Haut, innen. Das hat was damit zu tun, sich zu verbinden mit der Schöpfung, mit der universellen Liebe und sich damit auszutauschen. Das ist für mich eine tolle Sexualität. Ja, schön. Du bist ja auch Expertin für Beziehungen von Hochsensiblen, für Hochsensible, wie auch immer, also für hochsensible Menschen in Beziehungen. Ne? Mhm. Da schreibst du ja auch sehr viel drüber. Was ist denn das Besondere, weil wir jetzt ja gerade bei dem Thema sind, was macht eine Beziehung mit einem Hochsensiblen besonders? Naja, eigentlich braucht ein Normalsensibler eine Bedienungsanleitung. Ja, weil der Hochsensible funktioniert einfach unterschiedlich. Es ist einfach so, dass zum Beispiel Berührung, nehmen wir ein einfaches Beispiel Berührung. Du sitzt mit deinem Liebsten Arm in Arm und er hat den Arm um deine Schulter. Bei mir ist es halt ein Mann. Also das hat für mich nichts mit dem Geschlecht zu tun. Bei mir ist es ein Mann. So. Wenn der immer mit der Hand dann an der gleichen Stelle an der Schulter so rumrubbelt, ja, dann tut das nach kurzer Zeit. Und dann so über die Hand streichen. Das ist wie ein Elektrisieren, das ist nicht Kitzeln, das wird schmerzhaft. Ja. Da ist die Haut extrem sensibel. Das Gleiche gilt natürlich dann auch für Stoffe auf der Haut etc. Geräuschempfindlichkeit, Lichtempfindlichkeit, das sind so... Ja, und auch, ich esse nicht alles. Also Porridge zum Beispiel, da kann ich auch Tapetenkleister essen. Da geht es um die Konsistenzen im Mund, ja. Also ganz unterschiedliche Wahrnehmungen einfach. Und wenn ein Partner das nicht versteht, dann sagt er meist, das ist eine Zicke. Ja. Boah, ist das eine Zicke. Kann mir nicht mal normal sein. Ich gehe in ein Restaurant rein. Ich sage einfach mal, wie es bei mir ist. Es ist bei vielen Klientinnen und Klienten auch so. Ich gehe in ein Restaurant rein. Wir haben vorher gesehen, was es da alles gibt. Es hat eine tolle Bewertung im Internet. Gehen wir da rein. Ich höre mich um und denke, nee, sorry, können wir wieder gehen? Oder neulich passiert, wie es da riecht in einem Restaurant. Auch in einem Restaurant darf es nach Essen riechen, aber nicht nach Fritteuse. Großer Unterschied, sorry, großer Unterschied. Weil Ernährung, auch das war ein wesentlicher Punkt für mich, Ernährungstherapie, du bist, was du isst und was du da oben rein tust, ja, bestimmt wirklich dein Gefühl im Körper bestimmt, wie du mental drauf bist, das bestimmt auch, wie du emotional reagierst. Und wenn du Schrott rein tust, dann passiert auch der Rest, muss ich nichts mehr weiter sagen, ja. Und das ganze frittierte Zeug ist nun mal äußerst schädlich, da machen wir uns nichts vor.
Und wenn ich da alleine in dem Geruch sitze, auch wenn ich was anderes esse, ja, das kann ich nicht. Und so vergehen manche Restaurantbesuche, das ist keine Ausnahme, sondern das ist genauso normal wie einfach zu wissen, oh, da können wir hingehen, da stimmt der Geruch im Raum, da stimmt die Akustik, auch noch wichtig. Dann stimmt der Abstand zum nächsten Tisch, auch sorry, ist das mir auch wichtig, ja. Dass mir nicht der Mensch nebendran auf dem Schoß sitzt, sozusagen, die das Gespräch mithören. Dann ist auch wichtig, welches Licht und Beleuchtung. Wir leben ja hier in La Palma, in Spanien, die lieben hier Neonlichter. Ja, ich weiß auch nicht warum, ja. Dann, wenn das abends hell wird, dann gehen die Neonlampen an. Das ist einfach nicht schön. So, und so richtet man sein Leben ein. Das ist jetzt ein einfaches Beispiel aus meinem Leben. Das Gleiche gilt für deinen Schlafraum. Ja, was muss denn da gegeben sein, dass du dich wohlfühlst und so richtig toll relaxen kannst? Dass du morgens aufstehst und sagst, wow, das war eine tolle Nacht. Ja. Welche Geräuschverhältnisse? Ne? Ich hatte meine Klientin, die konnte einfach nicht schlafen. Die war in eine Wohnung gezogen und quälte sich anderthalb Jahre. Sie sagt, aber es ist nicht laut. Es ist auch nicht hell, es sind gute Nachbarn. Und dann haben wir herausgefunden anhand der Karte, wir haben dann echt, das war detektivisch, herausgefunden, dass sie über einer U-Bahn-Linie schlief. Und es rumpelte ganz fein. Das ist wie ein Körper eines Hochsensiblen, ist wie ein Seismograf, der spürt es. Ja. Dann ist sie weggezogen, es war vorbei mit den Schlafstörungen. Und von der Sorte kann ich jetzt viele Beispiele erzählen. Jeder Hochsensible, der uns da jetzt zuhört und zuschaut, der wird das wissen, was ich meine. Und es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass wir uns erlauben, uns so zuzumuten, unserer ganzen Umgebung, unseren Partnern. Weil wenn wir das nicht tun und uns anpassen, werden wir auf Dauer krank. Das ist so. Ja? Wenn du auf Dauer gegen deine Natur, gegen deine Persönlichkeit, gegen dein tiefste Sehnsucht und Bedürfnisse lebst, das kann nicht gut gehen. Das wissen die Hochsensiblen in der Regel auch. Oft haben sie noch keine Auswege gefunden, um ihr Leben so zu leben, dass es ihnen auch wirklich entspricht. Ja. Man könnte jetzt sagen, oder Normalsensible vielleicht, die sich mit diesem Thema noch nicht beschäftigt haben und da auch keine eigenen Erfahrungswerte haben, könnten jetzt sagen, ach, ihr seid doch einfach nur kompliziert. Ja. Ja. Kompliziert, neurotisch, zickig, all sowas. Das sagen auch viele Normalsensible, die sich mit dem Phänomen noch nicht beschäftigt haben. Leider, bis hin zu Ärzten und Therapeuten. Leider. Genau, und das ist auch so dieses, also ein großes Problem, was ich da halt sehe, weil es gibt ja nun nicht so viele hochsensible Menschen. Also es gibt schon eine ganze Menge und je mehr man auch mit dem Thema rausgeht und sich vernetzt, trifft man ja Menschen, die gleichgesinnt oder ne, eben ähnlich sind und man kann sich austauschen. Aber so in der breiten Gesellschaft, sage ich mal, ist das Thema ja nicht so präsent und wo dann eben auch der Normalsensible mit Dingen klarkommt, kann es ja natürlich sein, dass er dann halt ja über den Hochsensiblen und über deren Bedürfnisse hinweggeht mit diesen Aussagen wie, du bist ja nur kompliziert, stell dich nicht so an, was ist denn daran so schlimm jetzt? Und genau, was macht man in dem Moment? Weil meistens sind wir ja von der Kindheit an unverstanden und darauf geprägt worden, unsere Bedürfnisse zurückzustellen und irgendwie zu denken, dass mit uns was nicht stimmt. Ne? Wie gehe ich also dann, wenn ich jetzt losgehen möchte für meinen eigenen Weg damit um? Also es gibt auch Leute, die haben auch hochsensible Eltern übrigens, weil der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und wenn du Eltern hast, die gelernt haben, ihre Hochsensibilität glücklich zu leben, gelöst nenne ich das, gibt die ungelöste Hochsensibilität und die gelöste. Und die gelöste ist die wirklich noch mit angezogener Handbremse und ich kann doch nicht und das war's, wo komme ich denn da hin und was passiert mir, wenn ich dann sage, ich bin so und mache das und das. Ja. Aber es gibt Menschen, die haben erkannt, wenn ich als Mutter, als Vater meine Hochsensibilität gelöst lebe, wie eine Selbstverständlichkeit, als Beispiel, Vergleich zum Beispiel deine Körpergröße. Wenn du als Frau 1,85 groß bist und als Mann 2 Meter, dann lernst du einfach dein Leben danach einzurichten. Du kaufst nicht mehr das ganz normale kleine Bett und das ganz normale kleine Autos und du willst vielleicht beim Tango tanzen dem Mann auch nicht den Kopf auf den Schädel legen. So, du richtest dein Leben danach ein, das ist alles. Und wenn du gelernt hast, für dich zu sorgen mit einer großen Selbstverständlichkeit, dann wird es auch deine Umgebung tun. Mhm. Es gibt sehr schöne Untersuchungen, es ist gerade letzte Woche durch die Presse gegangen, Stress ist ansteckend.
Ist ansteckend für andere. Entspannung aber auch. Also wenn ich ein Vorbild bin als Elternteil für meine Kinder, die auch hochsensibel sind, dass ich dafür sorge, ich habe Rückzugszeiten, Rückzugszonen, ich habe einen roten Zettel an der Tür, den ich dranhänge und sage, ah, do not disturb, ja, und respektiere das bei den Kindern ganz genauso. Sorge dafür, dass auch das Kind seine Bedürfnisse erfüllt bekommt. Dann geht das sehr leicht in eine Normalität über. Jetzt hast du nach dem anderen Fall gefragt. Ich entdecke erst im Erwachsenenalter, dass ich zu den Hochsensiblen gehöre. Wie gehe ich denn dann damit um? Und das Erste und das Wichtigste ist überhaupt erstmal, sich bewusst zu werden, was bedeutet denn Hochsensibilität für mich im Leben? Ich habe ja vorhin schon so viele Facetten aufgezeigt. Das ist nicht bei jedem Menschen gleich. Es gibt Hochsensible, die sind nicht hochsensitiv. Es gibt Hochsensitive, die sind nicht hochsensibel. Es gibt Menschen, die sind nur in Teilbereichen hochsensibel und in anderen gar nicht. Einfach herauszufinden, was macht mich denn da aus? Und dann ist der nächste Schritt, erstmal das ist jetzt erst Bewusstsein. Der nächste Schritt heißt, zu lernen, welche Bedürfnisse ergeben sich daraus. Wenn ich meine Bedürfnisse nicht kenne, wie kann ich sie mir denn erfüllen? Ein großer Irrtum ist, das machen leider viele Hochsensible falsch, die denken immer, die Umgebung ist dafür da, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist nicht der Fall. Ich sorge für meine Bedürfnisse dafür, dass ich so leben kann. Denn wenn ich darauf warte, dass mir irgendjemand mein Leben recht macht, dann habe ich eine ganz, ganz, ganz schlechte Ausgangsposition. Das geht in der Regel schief. Ja. Und jetzt kommt ein weiterer Faktor dazu, ich mache mich extrem zum Opfer. Und diese Opferhaltung, dieses Gefühl auch Opfer zu sein, ist fürchterlich, weil das erzeugt in einem Menschen das Gefühl, ohnmächtig zu sein, ausgeliefert zu sein. Und wenn du anfängst, selbst Regisseur deines Lebens zu werden und dich ermächtigst und ermutigst, es in die Hand zu nehmen, dann merkst du auf einmal, wie kraftvoll du in der Hochsensibilität bist. Denn wir haben jetzt über die Schwierigkeiten, das möchte ich unbedingt noch ausgleichen. Sorry, Martina, ich rede jetzt gerade ein bisschen lang. Alles gut. Gut, okay. Wir haben über die Probleme gesprochen, die auftauchen können in der Partnerschaft mit Hochsensiblen. Ja, was sind denn die Vorteile? Was sind denn die absoluten Highlights, wo jeder Mensch sagt, oh, ich hätte so gerne einen hochsensiblen Partner? Denkt mal, was ich vorhin gesagt habe, wo der Haken liegt. Jetzt dreht es um. Wenn das, was die vermeintliche Schwäche ist, gleichzeitig die größte Stärke ist, das ist es nämlich genauso, dann wirst du eine in der Regel fantastisch kochen, weil du geschmackssensibel bist, weil du nicht alles so einfach nur zum Satt machen und so isst, ja. Dann bist du in der Lage, eine Umgebung zu schaffen, wo sich andere heimisch fühlen, weil du dich heimisch fühlst, weil du dich geborgen fühlst. Das sind in der Regel Orte, wo andere auch gerne hinkommen. Durch deine Hochsensitivität spürst du, wie es den anderen geht, wie sie fühlen, was sie wahrnehmen. Und du kannst wunderbar auf andere Menschen eingehen. Du bist hoch empathisch. Viele, viele Hochsensible sind gleichzeitig auch voll empathisch. Und jetzt war einmal die Verbindung. Andere Menschen wichtig ist. Ja. Jetzt war gerade einmal kurz die Verbindung, weil viele Hochsensible sind auch voll empathisch, voller Empathen. Genau. Viele Hochsensible sind auch gleichzeitig voll Empathen. Das heißt, sie spüren sehr genau, was in anderen Menschen los ist, wie sie sich fühlen, was sie brauchen. Ja, natürlich ist es toll für andere, dann in deren Gegenwart zu sein. Wir haben ganz am Anfang haben wir zufällig über Sex gesprochen. Jetzt stell dir mal so ein sensitives, körperliches Begegnungsliebesfest vor, was mit Hochsensiblen möglich ist. Im Vergleich zu einem, sollten wir übrigens auch noch erwähnen, Menschen, der gefühlsblind ist. Das ist eine gaussische Kurve. Wir haben auf der einen Seite haben wir die Hochsensiblen, Hochsensitiven sehr stark ausgeprägt. Dann haben wir hier die große Kurve Normalsensible. Auf der anderen Seite sind die Menschen mit Alexithymie, so ist der Fachbegriff dafür, die sind gefühlsblind. 10% aller Menschen sind so und 10% aller Menschen sind so. Mhm. Ist klar, wenn da diese Welten aufeinandertreffen, das ist wie wenn einer Chinesisch spricht mit einem Spanier. Ja, ich kenne das sehr gut. Ich habe den ersten Teil meines Berufslebens in einer Bank verbracht. Oh,
Okay. Und genau, also im Vorstandsbereich, in der Kommunikation. Mhm. Und da sind Welten aufeinander geprallt. Genau. Da wusste ich allerdings noch nicht, dass ich hochsensibel bin. Also zumindest hatte ich das für mich noch nicht so geklärt. Und auch meine Sensitivität hatte ich damals überhaupt nicht im Griff, in Anführungsstrichen. Also heute kann ich steuern, in wen ich mich hineinspüren möchte. Und ich kann mich abgrenzen, wenn ich es nicht möchte. Und damals konnte ich das halt gar nicht. Und ich war so überflutet und so überfrachtet von Sinneseindrücken, von Emotionen, die ich in meinem Körper als meine eigenen gespürt habe, wo ich gar nicht mehr wusste, wer bin denn jetzt ich, wer ist denn jetzt der andere Mensch. Zu der Zeit hatte ich auch sehr viel Stress, eine hohe Belastung und so weiter. Und oft sind es ja diese Situationen, diese Krisensituationen, die wir im Leben haben, wo uns erstmal bewusst wird, dass wir hochsensibel oder sensitiv sind. Richtig? Ja. Ja. Es gibt also genau zwei Wege eigentlich, wie Klienten zu mir finden. Das eine ist tatsächlich über ihre Kinder. Die kommen im Kindergarten, in der Kita, in der Schule, werden sie irgendwie anders als die anderen. Und dann wird man zum Elterngespräch gebeten. Und also es ist so verträumt oder es ist so dies oder es ist so jenes. Was ist denn mit ihrem Kind so los? Und dann fängst du als Mutter oder als Vater an zu googeln. Google ist dein Freund, ja. Und dann kommst du sehr schnell auf die Beschreibung von Hochsensibilität. Und dann denkst du, okay, das war bei mir aber auch so. Natürlich gab es den Begriff damals noch nicht, der ist ganz neu, immer 20 Jahre alt. Ne? Und das ist also ein wichtiger Punkt. Das zweite ist, sich selbst in einer Krise zu befinden, wo man das Gefühl hat, so kann es nicht weitergehen, es geht nicht so. Und die Vorstellung, das noch 5 oder 10 Jahre so weiterzumachen, dann würdest du am liebsten in die Gruft springen. Ja? Dieses Gefühl zu haben, und dann zu denken, mit mir ist was verkehrt, ja. Ich kenne übrigens einige, die haben einige Therapien auch hinter sich gebracht oder waren in der psychosomatischen Klinik und haben immer noch nichts gehört davon, dass es sowas gibt wie Hochsensibilität. Das wächst auch jetzt erst langsam. Der erste wichtige Punkt ist zu erkennen, ich bin nicht alleine. Ja. Das ist so eine Erleichterung. Das ist unfassbar zu spüren. Es gibt ja ganz, 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 jeder Zehnte, hallo, und dann zählst du die Menschen durch, die dir am Tag begegnen und denkst, jeder Zehnte ist genauso und da müsste ich mich nicht verstellen. Da müsste ich mich nicht anpassen, kleiner machen, downsizen, weniger spüren, weniger wahrnehmen. Das ist genau das, was dann als nächster Punkt kommt, was du eben genannt hast, nämlich zu erkennen, wie kann ich Selbstmanagement betreiben? Ja, wie kann ich mich wirklich wie so eine Blende beim Fotoapparat öffnen und schließen, die Reize, die reinkommen und die rausgehen, was ich an mich ranlasse, in mich reinlasse und wie kann ich mich abgrenzen vor dem Unerwünschten. Und wenn das schon da ist, also einmal die Erkenntnis, dann ich bin nicht alleine, dann suchst du nämlich automatisch Gleichgesinnte. Ja, und dann bist du nicht mehr mit Gefühlsdaus unterwegs, sondern mit Menschen, denen du nichts erklären musst. Das erleben wir so in den Seminaren oder auch zum Beispiel, was die Coaching-Ausbildung erwähnt. Wenn da lauter 10 Leute sitzen zusammen, die alle so sind und reden können, ohne sich selbst zu erklären. Ja. Dann sagen, das ist mir noch nie passiert, dass ich 3 Tage völlig entspannt in einem Seminar sitzen kann, ohne erstmal von vorne. Ist es zu viel? Ist es nicht? Und wenn ich eine extra Pause mache. Und alles das ist was wir lernen können. Ja, das ist auch so eine Sache, die ich auch besonders beim Thema Sensitivität gemerkt habe, weil für mich war es immer so, ich habe mich halt typischerweise, ne, hochsensibel und sensitiv, immer als anders empfunden und für mich war es ganz, ganz, ganz lange Zeit unglaublich schwer, das für mich zu akzeptieren, dass es diese Sensitivität gibt, dass es die Möglichkeit gibt, die Fähigkeit, zu spüren, was in anderen Menschen passiert, was in anderen Menschen ist. Und ich war oftmals sehr schockiert, als ich damit noch nicht umgehen konnte, wenn mir jemand erzählt hat, er hat zum Beispiel Schmerzen im Rücken. Und plötzlich hatte ich den Schmerz in meinem Rücken. Ne? Oder jemand ist unterschwellig, irgendwie sauer und eigentlich hast du mit dem Menschen gar nichts zu tun und der ist in deiner Nähe und du spürst plötzlich dieses Gefühl von Wut in deinem Bauch aufsteigen. Du denkst dir, hey, das ist doch gerade geil. Was ist das hier, ne? Genau. Und als ich dann angefangen habe, bei mir war es halt auch über die Heilpraktika-Ausbildung und über Heilerausbildung, also energetische Ausbildung und andere Menschen zu treffen, denen es genauso geht, ne?
Das war einfach so ein unglaublicher, so ein Schlüssel, ne? So eine Erleichterung, so ein, hey, du bist okay so, ne? Es ist in Ordnung und nutzt diese Fähigkeit. Und da wären wir jetzt vielleicht auch nochmal beim nächsten Punkt. Wie können denn hochsensible und sensitive Menschen und Scanner-Persönlichkeiten, was können die besonders in die Welt bringen? Oh, überleg mal. Schau mal, das, was du jetzt gerade gesagt hast über dich, deine Wahrnehmung, was ich schon aufgezählt habe. Stell dir mal vor, die Hochsensiblen und Hochsensitiven würden noch viel mehr zum Leuchtturm werden, sichtbar werden, ja? Hätten Plätze, nehmen wir das Berufsleben, ja, wo wir immerhin einen großen Teil unseres Lebens verbringen, wo wir uns eben zum Nutzen der Gemeinschaft, der Gesellschaft, des Unternehmens, der Abteilung, des Teams, des Kunden, des Klienten einsetzen können. Wie viel besser wäre die Welt? Wie viel besser wäre sie im Vergleich zu den wenig empathischen Menschen, die an vielen anderen Stellen am Ruder sitzen? Ja? Ich glaube, da gäbe es unfassbar viel, wo die Hochsensiblen einen ganz, ganz tollen Fußabdruck in die Welt setzen können. Und das Gleiche gilt für das, was ich vorhin auch schon genannt habe. Musikalität, Kreativität, alles, übrigens alle Beratungsformen, das, was wir beide beruflich machen. Ich mache es jetzt seit mehr als 30 Jahren, ja. Das hätte ich als Normalsensibler so nicht machen können. Ja, weil bevor mir ein Klient erzählt, was er hat, weiß ich, was er hat. Und manchmal weiß ich, was er hat, was er noch gar nicht weiß, kann ihn dann aber fragend, das ist ja der wesentliche Punkt beim Coaching, wir sagen ja nicht, du bist. Ja, und das wäre ja dann wie Karten legen oder sowas. Nee. Ich frage ihn, bis er einen Erkenntnisprozess selbst erfährt, dass er dann auch weiß, was mit ihm so ist. Ja, und das ist doch ein riesiges Geschenk, wenn man diese Fähigkeiten einsetzen kann. Oder wirklich auch körperlich spüren. Ja? Ich sehe an der Atmung, was im Oberkörper eines Menschen passiert. Die Mimikfalten oder überhaupt die Mimik und die Gestik sagen mir wahnsinnig viel über seine körperlichen, mentalen und emotionalen Dispositionen. Ja, ich muss nur genau hinschauen. Und das ist eine hochsensitive Medialität, wo sich der Mensch, mit dem ich zusammen bin, in mir wie abbildet. Also wäre ich ein Spiegel. Das bildet sich in mir ab und dadurch kann ich auf das, was er damit sagt und ausdrückt, eingehen. Und wenn Lehrer, Erzieher, Ärzte, Pfarrer und so weiter, Krankenschwester, alle diese Fähigkeiten hätten oder mehr Hochsensible auch dazu stehen, sie einzusetzen, wäre genial. Genial. Ich habe eine Ärztin ausgebildet, die zum Open Mind Coach, die hatte die Fähigkeit, die war Onkologin für Brustkrebs, muss ich dir vorstellen, in einer Klinik. Die hatte die Fähigkeit, Brustkrebs zu fühlen beim Abtasten, der weder mit Mammographie noch mit Ultraschall nachweisbar war. Und dann hast du natürlich einen großen Erklärungsnotstand. Diesen Erklärung, sag das mal meinem Chef, du, wir sollten trotzdem vielleicht an der und der Stelle eine kleine Biopsie machen, ja, nachdem der dann 2-3 Mal ja gesagt hat, mach, und es wurde entdeckt, dass es tatsächlich so ist, hatte die Narrenfreiheit. Ja. Stell dir mal vor, noch mehr Ärzte wären so. Ja, das wäre der Wahnsinn. Das wäre unglaublich. Klar, auf jeden Fall. Mit kleinen Kinderseelen umgehen, ohne sie zu unterdrücken. War gerade die Verbindung wieder hat ein bisschen geschwankt. Ich hatte, über Lehrer war das Letzte, was ich gesagt hatte. Okay, ja, Lehrer, die Kinder unterstützen, ohne, ja, genau, ja, deren So-Sein zu unterdrücken. Mhm. Und deswegen kann ich immer nur sagen, ich ermutige jeden Hochsensiblen, Hochsensitiven, absolut dazu zu stehen, so zu sein. Mhm. Und voll in diese Kraft zu kommen. Das ist eine Stärke. Und meiner Meinung nach, das ist so meine Lebensphilosophie oder meine Spiritualität, bedeutet immer, wo meine Gaben sind, sind auch meine Aufgaben. Ja. Na, sonst hätte ich die nicht bekommen. Das Universum macht nichts im gesamten Universum ist überflüssig. Nichts, keine Zelle, kein Molekül, kein Atom ist überflüssig. Alles hat eine Aufgabe. Warum bin ich dann kein, ich sag mal, Baggerfahrer geworden oder sowas, ja? Das ist ja toll, ne? Wenn ich meinen Enkel sehe, wie der mal mit 2 Jahren in so einen Bagger gestiegen ist, der hat gestrahlt von oben bis unten, fand der klasse, ja? Es muss für alles auch Menschen geben, für die das die Aufgabe ist. Aber wenn ich diese Gaben habe, so wie du,
dann ist es verdammt nochmal meine Pflicht, sie auch einzusetzen. Ja. Das dürfen wir eigentlich nicht, wie gibt es auch so einen schönen Spruch im Deutschen, Perlen vor die Säue werfen. Nein, wir müssen sie polieren, veredeln, unsere Fähigkeiten. Also die Menschen, die sich jetzt hier wiedererkennen, die kriegen jetzt erstmal den Auftrag, Leute, arbeitet an euch, ne? Bringt eure Gaben in die Welt. Also ich habe immer so einen Begriff, so ein Problem mit dem Begriff, arbeitet an euch. Weil das ist so, schau mal, das haben ja Hochsensible die ganze Zeit gehört. Arbeite mal daran nicht so. Nein, ich versuche immer den Weg der Freude zu gehen. Mit allen Menschen, mit denen ich zusammen bin, immer den Weg der Freude gehen. Weil das wissen wir heute aus der Pädagogik, mit Freude lernt jedes Kind. Die besten Hundeerzieher sind die, die mit Freude und Begeisterung erziehen. Nicht mit Strafe, mit Druck, mit Wenn-Dann-Konditionierung, mit Verboten und so weiter. Ja. Sondern wo hast du die größte Freude? Das, wenn du sagst, das ist die Arbeit, okay, entdecke die größte Freude in dir. Wo hast du das Gefühl, das nährt dich, du blühst auf, du, deine Seele atmet durch und du sagst, oh, schön so, so zu sein, so zu handeln, so zu fühlen, so zu sprechen. Und das ist das, wo, ja, Leute, macht's, macht's. Ihr seid ein Geschenk für die Welt, alle. Und dieses Geschenk hat jeder Mensch, ne? Jeder Mensch hat das. Hochsensibel oder nicht, aber jeder hat es, deiner Meinung nach? Absolut, jeder hat das, jeder. Ich sage deswegen wirklich, ob unsensibel, Baggerfahrer ist jetzt nur so ein Beispiel, weil ich es nicht könnte. Ne? Es rüttelt ohne Ende und es ist tierisch laut und es riecht nach Diesel. Ja? Das geht für mich nicht. Ne? Aber es gibt welche, die lieben das und die brauchen wir doch. Ja? Jeder Mensch, jeder, absolut jeder, hat einen Platz auf dieser Welt. Und wenn der nicht besetzt ist, dann tut es jemand anderes, der da vielleicht gar nicht hingehört. Das heißt, wir geraten in die Unordnung. Im gesamten Kosmos, wenn wir unseren eigenen Platz nicht einnehmen. Ja. Ja. Danke dafür. Das hört sich sehr gut an. Ja, das ist vor allem, wenn du es fühlst. Wenn du es fühlst, wenn vielleicht spürt es der ein oder andere, der zuhört und schließt die Augen und spürt mal in sich hinein, ob da irgendein Kern ist, so eben nicht im Kopf, ja, rutscht mal wirklich runter mit der Wahrnehmung, irgendwo in den Brustbereich oder Bauchbereich, Herz oder rund um Nabel, ob da so ein Funke ist von, oh ja, ja, das und wie so eine kleine Flamme. Und vielleicht spürst du, dass es dann eine Flamme ist, die möchte so ein bisschen mehr Kerosin kriegen von dir, ja, und gib mal ein bisschen Kerosin rein, dass die größer wird, ja, und das kannst du wirklich über Körperliches tun, das ist eine Atemtechnik, die du intensivieren kannst, um diesen inneren Wesenskern zu nähren, du kannst es aber auch einfach mit Bewusstseinsarbeit oder emotionalem Coaching machen. Das geht wunderbar, aber mach's mit Freude. Ja, danke dafür. Ja, es stimmt auch. Ich bin ja auch so gegen diesen Selbstoptimierungswahn, ja, ja, mittlerweile so entstanden ist und höher, schneller, weiter und irgendwie ja, macht einen das dann auch nicht zufrieden. Du bist ja auch Therapeutin, ne? Das heißt, du siehst ja auch den psychologischen, ja, hast noch die psychologische Sicht auf das Thema Hochsensibilität und es gibt Therapeuten, Psychologen, wie auch immer da draußen, die sagen, Hochsensibilität ist eine Traumafolge. Oder Hochsensitivität stimmt, mangelt an Abgrenzung. Ja? Stimmt das deiner Meinung nach? Zu 50%. Da gibt es auch wunderbare Untersuchungen. Hypervigilanz nennt sich das, wenn eine Trauma, also posttraumatische Belastungsstörung, die Folge daraus, ja. Hypervigilanz musst du sehr deutlich unterscheiden von Hochsensibilität. Wer das machen möchte, gibt es einen sehr ausführlichen Blogartikel bei mir auf der Website. Da kann man einfach Hypervigilanz und Hochsensibilität gegenübergestellt mal anschauen. 50% ist tatsächlich eine Traumafolge. Und wir haben allerdings oft ein falsches Verständnis davon, was ist eine Traumatisierung. Ja. Es gibt nicht nur den Erdrutsch, wo mein Vater drunter begraben wurde oder ich bin vergewaltigt worden oder sowas, sondern es gibt auch die niederschwellige, aber chronische Traumatisierung durch permanentes, stell dich nicht so an, du bist zu blöd dafür, also wo das Kind lernt, ich will es gar nicht fortsetzen, fange ich schon an zu kribbeln,
Wenn das Kind lernt, sich unsichtbar zu machen, wenn das Kind lernt, ein bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen, zum Beispiel, wenn die Eltern oder einer der Elternteile Alkoholiker ist. Ich kenne Klienten, die haben schon früh gelernt, wir reden von 3 oder 4 Jahren, am Schritt des Vaters im Treppenhaus vor der Tür und wieder den Schlüssel ins Schloss steckt, zu erkennen, oh, ich sollte mal ganz schnell in mein Zimmer gehen und mich unsichtbar machen oder ich sollte mal ganz kurz zu meiner Schwester gehen und mich vor die stellen oder auch heute ist nicht so schlimm. Verstehst du? Solche Antennen fahren die aus. Das Gleiche ist mit körperlicher Gewalt, das heißt mit Missbrauch, auch verbaler Missbrauch, den ich zuerst aufgezählt habe, Alkoholismus, all diese Drogenkonsum, all diese Dinge, die kleine Kinderseelen wirklich zutiefst verletzen. Und dann ist eines der Verhalten, diese Antennen rauszufahren, ganz normaler Schutzmechanismus. Das heißt, dadurch wird erst das Gehirn in der Reizverarbeitung so sensibel, weil das Kind überleben muss. Und deswegen ist es wichtig zu unterscheiden, ist es eine angeborene Hochsensibilität oder ist es die Hypervigilanz als Folge von Traumastörungen, die aussieht wie Hochsensibilität, weil dann gehe ich im Coaching anders ran. Ja. Weil dann kann es sein, dass es manchmal wichtig ist, über das Trauma zu sprechen. Manchmal ist es aber auch bereits in der Traumatherapie bearbeitet und aufgearbeitet. Dann muss man einfach sagen, okay, ich bin halt so, gehört zu mir. Ja? Aber es ist wichtig, diese Sensibilität für die Ursachen zu schärfen. Ja, und ich stelle mir das auch so vor, dass es ja oft auch eine Mischung ist, ne? Weil gerade diese unterschwelligen Traumatisierungen, also es gibt ja, glaube ich, würde ich jetzt behaupten, wenige Menschen, die so komplett traumafrei... Keine, Martina, keine. Ich habe gerade jetzt in meinem neuesten Buch geschrieben, der fängt, glaube ich, sogar an mit dem Satz, weiß ich gar nicht genau. Es gibt keine nicht traumatisierten Menschen. Die gibt es nicht. Ja? Ich arbeite seit Jahrzehnten mit Menschen und mit jedem Intensivcoaching, was ich mache, ist auch eine Biografiearbeit verbunden. Und ich habe genau zweimal, und ich weiß die Namen der Frauen bis heute noch, gelesen, ich hatte eine schöne Kindheit. Okay, ja, und das ist ja oft auch, weil es auch nicht die Wahrheit, wenn man dann weiterschaut, ne? Also. Ja, aber jetzt überleg mal, ja, so, das heißt, du kannst als hochsensibles Kind auch, sagen wir mal, neuronal hochsensibles Kind geboren sein und dann kommt dazu mit unsensibler Umgebung in der Schule, im Kindergarten, manchmal sogar in der Familie konfrontiert zu werden, was zu einer Traumatisierung noch dazu führt. Ja. Passiert, nicht selten. Ja, okay. Und... wie siehst du das bei den Scannern? Da könnte man ja auch zum Beispiel sagen, ja, du hast einfach keinen Fokus. Also ich habe zum Beispiel bei mir oft gehört, ja, du musst dich mal für eine Sache entscheiden, muss man deinen Fokus jetzt da irgendwo lassen und warum machst du denn ständig irgendwie was Neues und was anderes und so, ne? Boah, ist mir viel zu langweilig. Ich habe eigentlich eine ganz gute Fähigkeit gelernt, mich auf eine Sache zu fokussieren, wenn ich sie durchziehen will, ne? Nur, wenn ich sie dann durchgezogen habe, dann ist sie irgendwie langweilig, dann mag ich mich mit was Neuem beschäftigen. Mhm. Da habe ich aber auch mein Leben lang eigentlich gehört, bleib doch mal bei einer Sache. Kenne ich. Okay. Ist auch so typisch, ne? Etwas, was wir da hören. Ja. Du bist fast teilweise, also auch der Satz zum Beispiel, viel Begabung, Scannertum ist nur eine andere Bezeichnung für faule Hochbegabung. Okay. Und ich muss auch wirklich appellieren, da sehr, sehr, sehr selbstkritisch auch zu hinterfragen, bei allen Menschen, die glauben, sie sind vielbegabt. Vielbegabt heißt nicht, ich bring nichts zu Ende. Nee. Vielbegabt heißt nicht, ich bin so flatterhaft, dass ich 1000 Baustellen habe und bei allen so ein bisschen versage. Nein, das heißt es nicht. Na, Steve Jobs war ein Vielbegabter und es gibt zahlreiche andere Beispiele, ja, Michelangelo und Da Vinci und wie sie alle heißen, ja. Das heißt, ja, ich habe eine Menge Fähigkeiten, in denen ich sowas zu was gebracht habe. Das heißt nicht, ich bin der Universal-Loser, ich bin das Universal-Genie. Ja, aber das wird leider, wir haben ja, das ist gehört zum Thema Überoptimierung und Selbstoptimierung. Die Leute fangen dann an zu googeln, wenn sie 4. Ausbildung abgebrochen haben und sagen, oh, ich bin ein Scanner. Nee, glaube ich nicht. Setz dich mal auf den Arsch. Selbstdisziplin gehört auch dazu. Ja. Auch ein Scanner hat Selbstdisziplin, wenn er viele verschiedene Dinge
ins Leben bringen will. Ja. Na, ich sage mal ein Beispiel. Nehmen wir mein Leben. Ich hab Gesprächstherapeutin, Reinkarnationstherapeutin, was gibt es noch? Atemtherapeutin, Rebirthing, bla bla bla. Ich will es ja nicht alle aufzählen. Ist ja voll wurscht. Ich habe dann auch gearbeitet als Therapeutin, als Heilpraktikerin, als Kommunikationstrainerin, als Unternehmensberaterin und als Coach jetzt und Lehrcoach. Ich bin immer einer Sache treu geblieben, mit Menschen zu arbeiten. Ja. Ich habe nur unterschiedliche Facetten genommen. Und heute haben wir zum Beispiel die unterschiedlichen Facetten, die den Scanner geil befriedigen. Wir können Podcasts machen, wir können Videos machen, ich kann Blog schreiben, ich kann Bücher schreiben, ich kann mit Klienten arbeiten, ich kann Seminare machen, ich kann Ausbildungen anbieten. Alles das mache ich richtig gerne und befriedigt mein Scanner-Gemüt total. Ja. Und wenn mir was nicht gefällt, ich habe auch mal Podcasts gemacht, 30 Stück, und dann habe ich keine Lust mehr gehabt. Habe ich es gelassen. Aber vielleicht kriege ich auch wieder Lust, ja. So, das ist einfach, ich setze mir nicht einen Korken oben drauf, wenn ich das Gefühl habe, ach, das möchte ich aber jetzt gerne machen. Hm. Aber ich bringe es zu Ende. Wie viele Menschen sind denn so Scanner? Durchschnittlich? Oh, da gibt es überhaupt keine Zahlen und Untersuchungen. Ich traue mich da auch nicht, aber. Nee, ich möchte da gar keine Zahlen nennen, aber es ist so, sagen wir so ähnlich wie die Hochsensible. Okay. Aber die Zahlen, die durchs Internet geistern bei den Hochsensiblen, sind viel zu hoch. Also ich lese manchmal 15, 20, 25% aller Menschen sollen hochsensibel sein. Das ist totaler Quatsch. Ja, das stammt noch aus den Anfängen, als darüber geforscht wurde, mit Elaine Aron. Die hat da die ersten Studien gemacht, aber die hat in ihren Untersuchungen Psychologiestudenten befragt. Wenn ich Baggerfahrer befragt hätte, hätte ich andere Ergebnisse, um wieder bei unterschiedlichen Berufsgruppen zu bleiben. Nein, ich glaube, es gibt nicht annähernd so viele. Hochsensible, maximal 10% ist so meine Erfahrung, wenn ich einfach mit Menschen arbeite. Und ich habe ja früher, das heißt, was früher? Ich arbeite immer auch noch mit Normalsensiblen. Mit Unsensiblen tue ich es mir nicht an. Nee, das mache ich nicht. Aber mit Normalsensiblen, die begegnen natürlich mir auch. Und deswegen glaube ich nicht, dass es mehr sind als 10%. Okay. Wenn wir jetzt im Alltag mit normalsensiblen Menschen zu tun haben, ich glaube, das können wir relativ schnell erkennen, ob jemand jetzt hochsensibel oder normalsensibel ist, ne, wenn man selber halt hochsensibel ist. Wie ist das denn mit Menschen, die jetzt gefühlsblind sind, also diese Alexithymie haben? Ne? Wie erkenne ich die? Weil ich glaube, das kann schwierig sein. Also für mich war es früher schwierig, weil ich diese Menschen überhaupt nicht einschätzen konnte. Das liegt oft daran, dass wir noch kein Bewusstsein dafür haben, dass es diese gibt. Mhm. Na, und zwar Menschen, die ihre eigenen Gefühle und die der anderen nicht erkennen. Ja. Und das Gefühle meint tatsächlich wirklich wörtlich. Die haben aber interessanterweise sehr häufig im Laufe ihres Lebens gelernt, anhand von, sie sehen sich das ab, wie reagieren, ach, das muss Trauer sein. Mhm. Ah, die weinen, das ist Trauer, okay, alles klar. Ja. Oder auch körperliche Reaktionen. Wenn sie bei sich selbst körperlich merken, ich habe Bauchschmerzen und Magenkrummeln, ah, vielleicht bin ich sauer und stinkig und ärgerlich und aggressiv. Ja, also sie assoziieren so aber wenn du Menschen dann auf die Sprache hörst, dann wirst du einen Unterschied erkennen. Hochsensible sprechen oft davon, ich spüre oder ich hatte das Gefühl, ne, oder mir ist aufgefallen, dass, wo du so feinsinnige Assoziationen bemerkst. Ja. Während der Alexithymiker häufig davon, ich denke, ich glaube. Also wo du merkst, es ist ein kognitiver Prozess und nicht ein Spür-Fühl-Prozess. Die Sprache zeigt da einiges. Und dann kannst du natürlich auch Fragen stellen. Ne? Du kannst dann fragen, wie war denn das, wann hast du das letzte Mal richtig tiefe Freude empfunden? Mhm. Und wenn du dann eine lange Pause erlebst, ja, und dann kann es aber auch sein, dass es eine total verschüttete Hochsensibilität ist. Auch das habe ich schon erlebt. Es gibt auch eine sehr schöne Untersuchung von Henry Markham, heißt er, der also einen autistischen Sohn hat. Der hat die Frage oder Erkenntnis in den Raum gestellt, ist nicht Autismus eine Form von über Hochsensibilität
wo der Mensch sich dann in den Schutz des Autismus zurückzieht, weil die Reizüberflutung so groß ist, dass es gar nicht aushält. Da ist, wird noch viel geforscht, es gibt noch viele Fragezeichen. Finde ich auch gut, dass sich das, dass das Bewusstsein dadurch wächst, in der breiten Öffentlichkeit, in der Gesellschaft. Ganz wichtig ist aber für alle Menschen, die davon betroffen sind, erstmal den eigenen Kontext kennenzulernen und die eigene Sprache der ihrer eigenen Sensibilität. Okay. Also was du gerade gesagt hast, nochmal zu diesem Schutzpanzer, ne? Also ich habe jetzt keine autistischen Züge, aber ich kenne dieses Gefühl. Oh, ich schon. Ich habe den Anautismus, den nenne ich halt so. Okay. Ja, auf jeden Fall, ich kenne auf jeden Fall dieses Gefühl, in einem Schutzpanzer zu sein. Also ich weiß, ich bin viele, viele Jahre meines Lebens durchs Leben gegangen und ich hatte das Gefühl, irgendwann, als diese Bewusstheit dafür kam, ne, habe ich mich selber gefühlt, als wäre ich wie energetisch gesehen in so einem Ei. Als hätte ich eine Mauer um mich herum, also wie so ein Schutzei gebaut. Mhm. Ne? Als könnte ich bis zu einem bestimmten Punkt, ich sag mal 1,5 Meter vielleicht spüren und danach nicht mehr. Mhm. Ne, was ich jetzt natürlich mit meinem Wissen und meinem Prozess, den ich jetzt schon gegangen bin, ist es für mich nachvollziehbar. Nur ich frage mich, wenn es jetzt anderen Menschen so geht, also ich weiß natürlich, wie ich dann da mitgearbeitet habe, mit mir gearbeitet habe, ich da so ein bisschen diese Schutzmauer abgebaut habe. Aber wenn es jetzt Menschen draußen gibt, die das auch so empfinden, die sich in so einer Schutzmauer empfinden, was machen die? Was können die machen, um da ein bisschen rauszukommen? Das ist ein schönes Bild. Nimm einfach das Bild, was du angesprochen hast, Martina. Mach ein Fensterchen rein in die Schutzmauer. Okay. Ja, mach ein Fensterchen rein. Dass du immer noch das Gefühl hast, die Schutzmauer die hat eine Funktion. Ja? Erst machst du nur ein Fensterchen rein und guckst, was ist dahinter. Ja. Geh mit dem Bild weiter, danach machst du eine Tür. Mhm. Die Tür geht in beide Richtungen. Du kannst rein, rausgehen, du kannst aber auch wieder reingehen. Du kannst die Tür verabschließen, dass niemand in deinen Schutzraum reinkommt, dem du das nicht ausdrücklich gestattest. Du lässt niemanden in deinem Garten rumtrampeln. Ja? Und wenn du das Bild nimmst, immer, das ist so dieses Raum, ich verwende immer gerne das Bild der Komfortzone. Wir haben die Komfortzone, wir haben die Lernzone und weiter draußen ist die Panikzone. Mhm. Also wenn du die Komfortzone verlässt, Fenster, Tür, rausgehst, lernst, aha, so funktioniert das hier, kannst ja wieder zurückgehen. Mhm. Aber alle Hochsensible und Hochsensitive geht nicht in die Panikzone. Mhm. Und wenn ihr merkt, ihr kommt an die Panikzone, jetzt wird es echt zu eng, geht wieder zurück. Weil Lern- und Persönlichkeitsentwicklung findet in der Lernzone statt. Die findet nie in der Panikzone und nie in der Komfortzone statt. Mhm. Da ist Persönlichkeitsentwicklung, dieses Ausprobieren spielerisch. Um dann zu wachsen. Die Lernzone wird dann nämlich immer größer. Die Panikzone geht immer weiter weg. Und den Prozess, den können wir mit diesem Bild, mit der Mauer ganz einfach wirklich einleiten. Die verschiebt sich dann auch, die Mauer. Ja? Du kannst auch 2 Türen auch machen oder 3 Türen. Oder du machst auf einmal statt Mauer auch, es reicht eigentlich so eine Art Glaswand, so käseglockenartig. Ja? Spiel mit den Bildern, die in dir sind. Das hilft dir bei der Veränderung auch weiter. Gut. Wo siehst du Hochsensible in 10 bis 20 Jahren? Oh, ich glaube, dass ich noch angefangen mit Hochsensiblen zu arbeiten. Heute gibt es keine Frauenzeitung mehr, zum Beispiel, oder auch die Welt, die FAZ, der Stern, die noch nicht über diese Besonderheit der Persönlichkeit geschrieben haben. Es wird an vielen Stellen geforscht. Also ich glaube, da tut sich noch sehr viel. Wo ich jetzt zunehmend auch Anfragen habe, das sind Personalabteilungen von Firmen, Personalverantwortliche, HR-Manager, die sagen, ich möchte gerne wissen, wie kann ich bereits im Bewerbungsgespräch erkennen, das ist einer, der hochsensibel ist, und wie kann ich den an einen richtigen Platz setzen, damit er all die Gaben, über die wir gesprochen haben, zum Nutzen des Unternehmens auch einsetzt. Ohne in die innere Emigration zu gehen oder im Burnout zu landen. Oh, ich glaube, da tut sich viel. Ich glaube, die Arbeitswelt wird deutlich besser werden dann und natürlich dann das gesamte Leben. Ich glaube, da können viele noch sehr viel profitieren. Ja. Du hast kürzlich ein neues Buch veröffentlicht, Hochsensibilität im Beruf. Mhm. Das wievielte Buch war das? Das war das 9. Das
9. Okay, Wahnsinn. Also du hast ein unfassbares Wissen schon rausgegeben auf den Markt. Also jeder, der sich mit dem Thema jetzt ein bisschen mehr beschäftigen möchte, sei ans Herz gelegt, sich mal eins der Bücher anzuschaffen und mal zu schauen, was Anne da alles so an Wissen halt zur Verfügung stellt. Und ja, vor kurzem ist halt das Buch Hochsensibilität im Beruf herausgekommen. Was ist denn für dich nochmal das Besondere daran? Nochmal irgendwie vielleicht eine besondere Quintessenz aus dem Buch, was du hier mit den Menschen noch vielleicht teilen möchtest? Ja, es ist der Wesenskern der Hochsensibilität zu leben. Das habe ich dort auch genauso geschrieben, aber eben auch im beruflichen Kontext. Um mein Bewusstsein zu schärfen und auch überall Methoden, Übungen, Selbstmanagement-Trainings, das alles geht immer um Selbstcoaching in meinen Büchern, immer unabhängig machen von und in die Selbstverantwortung kommen. Das in allen Büchern habe ich das so thematisiert und das eben im Kontext von Unternehmen. Ich sage mal ein Beispiel, was bei hochsensiblen Frauen recht weit verbreitet ist, ist das Mona-Lisa-Syndrom. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Martina? Dass sie lächeln, ja, okay. Auch wenn ihnen nicht danach ist. Ja gut, das kenne ich. Also ich habe den Begriff noch nicht gehört, aber das kenne ich. Das ist ein feststehender Begriff in der Psychologie. Das habe ich mir nicht ausgedacht, ja. Aber gerade hochsensible Menschen, Mann wie Frau, sind sehr daran interessiert, möglichst konfliktfrei und harmonisch durchs Leben zu gehen. Das heißt, sie schlucken, wenn ein Kollege sagt, oh, mach du mal. Obwohl sie einfach keine Zeit mehr haben. Die lassen sich eine Idee klauen und der Kollege erzählt das dann im Meeting und sie lächeln immer noch dazu. Der Vorgesetzte und Chef sagt, bei der Beförderung können wir jetzt im Moment noch nicht machen, der hat 2 Kinder mehr als du, deswegen befördern wir, du lächelst dazu. Ja. Anstatt zu sagen, halt, stopp, bis hierhin, wir haben das Thema Abgrenzen schon mal kurz gehabt. Ja. Auch im Beruf, wie kann ich das Mona-Lisa-Syndrom auf eine gesunde Art und Weise so verändern, dass ich zwar immer noch ein freundlicher Mensch bin, aber keiner, dem jeder die Butter vom Brot nehmen kann. Das sind so Beispiele jetzt, das ist ein Kapitel gewesen aus dem Buch, also die Hochsensibilität im Kontext Job. Okay, sehr spannend. Wenn Menschen sich jetzt hier wiedererkannt haben und mehr erfahren wollen, gehen sie natürlich auf deine Website, die verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes. Das Buch, worüber wir gerade gesprochen haben, verlinke ich auch in den Shownotes. Und eine Sache, die ich auf jeden Fall noch sagen möchte, ist, du hast auf deiner Website ganz wunderbare, ausführliche, tolle Tests, die man machen kann zu den verschiedenen Themen, zu Hochsensibilität, zu Sensitivität, zu Scannerpersönlichkeit, zu Hochbegabung, ne? Zum Empathensein, ob man ein Empath ist und ich glaube noch ein paar mehr. Hochsensible, ob du ein hochsensibles Kind hast, ist noch eine. Okay, ob man ein hochsensibles Kind hat. Also das würde ich jetzt einfach auch mal so den Hörern ans Herz legen, einfach mal rüberzuschauen auf deine Website und die Tests mal zu machen, weil das so ein Aha-Effekt haben kann, ne? Und auch deine Blogbeiträge zu lesen. Weil bei mir war es damals so, als ich mich mit dem Thema beschäftigt hatte und ich hatte dein erstes Buch in der Hand, mit diesen mehreren Zebras drauf. Ich weiß, ja, außergewöhnlich normal ist das. Mhm. Ja, war das das erste? Ja, das war das erste. Und ich habe dieses Buch gelesen und ich habe es, glaube ich, 10-mal gelesen, weil ich immer nur dachte, boah, die Frau schreibt über mich, die schreibt über mich. Das kriege ich häufig gesagt, ja. Und ich habe mich einfach nur so wiedererkannt gefühlt. Ja. Das hat eine Zeit gebraucht, bis das bei mir angekommen ist, dann auch kognitiv, ne? Dass es tatsächlich, dass ich scheinbar tatsächlich hochsensibel bin. Und genau, also deshalb, ne, möchte ich den Leuten ans Herz legen, sich auf jeden Fall mit den Themen auseinanderzusetzen, zu lesen, was du schreibst, zu lesen, was Menschen schreiben, die auch hochsensibel sind, weil einfach diese Wiedererkennung, dieses Bekanntsein so wichtig ist. Ne? Mhm, genau. Du bist nicht allein. Ja. Magst du zum Abschluss noch etwas sagen, noch was mit auf den Weg geben? Ja, ich möchte wirklich appellieren an jeden Einzelnen, der zuhört oder zuschaut, diese Flamme in sich zu suchen, die größer werden will. Da gibt es eine, ne? Das ist so wir sind jenseits der Konditionierung, ne? Unsere Erziehung und was man macht, was man nicht macht, unsere Verhaltensweisen, unsere Vorlieben. Was ist das, was innen drin als ganz ursprüngliche innere Wahrheit und innere Freiheit größer werden möchte. Jeder kann die Flamme finden, jeder, absolut jeder. Und
die dann größer werden zu lassen, das führt dann tatsächlich auch zur wirklichen Freiheit und zum wunderschönen Lebensgefühl. Und dieses Lebensgefühl haben wir alle verdient. Wir dürfen es haben. Danke. Vielen, vielen Dank auch für diese abschließenden Worte. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall sehr für dieses tolle Interview. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dein Wissen hier mit uns geteilt hast. Und wie gesagt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, guckt bei Anne auf der Seite vorbei. Beschäftigt euch mit dem Thema. Genau. Vielen Dank. Danke, Martina. Und dann sage ich Tschüss. Tschüss.